Sie sind die Nummer 289, 290 und 291, denen diese Ehre zuteil wird. Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth verewigen sich im Zement vor dem berühmten Chinese Theater in Hollywood. Und das für ihre Filmrollen in der Erfolgsreihe Die Tribute von Panem. Dabei liegen die neugierigen Blicke natürlich besonders auf Jennifer und Liam. Die Gerüchteküche brodelt nämlich um eine angebliche Liebesbeziehung der beiden. Dass die zwei 25-Jährigen so ziemlich beste Freunde sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Nicht nur vor der Kamera, nein auch hinter den Kulissen verbringt das Schauspielerduo eine Menge Zeit miteinander. Von geheimen Dinner-Dates und nächtlichen Telefonaten wird gesprochen. Jen ruft Liam ständig an, vor allem nachts. So ein Insider gegenüber dem US-Blatt OK Magazine. Genau diesen Gerüchten scheinen die beiden bei diesem Auftritt aber entgegenwirken zu wollen. Ganz anders als sonst vermeiden die Schauspieler möglichst jeden direkten Augenkontakt. Und bei seiner Rede wird Liam auch nicht müde klarzustellen, wir sind nur Freunde. Ich muss euch beiden sagen, dass ich mich geehrt fühle, mit euch zusammen diesen Moment teilen zu können. Ich liebe euch beide so sehr. Ihr seid meine besten Freunde. Ihr seid wirklich meine besten Freunde. Lasst uns einfach für immer Freunde bleiben. Die Frage, die sich nun stellt, ist aber folgende. Sind die beiden wirklich nur Freunde oder versuchen sie mit diesem Auftritt nur eine angehende Liebesbeziehung zu verschleiern? Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit dem Tribute von Panem Duo weitergeht. Rein optisch würden sie jedenfalls hervorragend zusammenpassen.